Wenn heute jemand DJ werden will, kann man mit purer Qualität, hat man da zwingendermaßen einen Durchbruch oder muss man da auf Social Media aktiv sein oder Connections haben, wenn jemand jetzt will, House-DJ werden? Ja gut, die Frage ist mit purer Qualität, was heisst das? Ich meine, pure Qualität am Mischpult, weil man weiss, wie man zwei Lieder zusammen mischt und gute Übergänge macht, das langt garantiert nicht, weil das interessiert heutzutage eigentlich gar niemand mehr. Ja, wie du sagst, es fängt an mit Social Media. Das ist momentan wahrscheinlich mehr wert als alles andere und wichtiger als alles andere. Musik produzieren gehört auch heutzutage sehr dazu und dann live einfach eine gute Performance machen. Aber es geht wirklich nicht mehr darum, wie mische ich jetzt ein paar Lieder zusammen, was eigentlich vor 20, 30 Jahren der DJ war. Sondern es geht darum, produziere ich gute Musik, verkaufe ich die über Social Media gut, verkaufe ich mich als Marke gut und mache ich auf der Bühne nachher auch eine gute Show, dass die Leute das Gefühl haben, hey, es hat sich gelohnt, an dem seinen Auftritt zu gehen. Ist das an der WM oder der EM, wo da der so berühmte DJ aufgelegt hat? Und dann habe ich als Nicht-House-Fan hat dann einfach gesehen, wie der da auf diesen Plattentellen rummacht und so. Und ich habe gefunden, was ist das? Ist das Show oder macht er wirklich etwas? Nein, der macht natürlich nichts, aber das ist ja eine Fernsehübertragung, Fernsehaufzeichnung oder live, ich weiß nicht wie. Der kann ja gar nichts machen. Dort läuft eins oder zwei Lieder. Und was will dann ein DJ machen? Ein DJ macht ja eigentlich de facto auf der Bühne nichts anderes als eine fertige Playlist, die er vorher zusammengestellt hat, abspielen. Mhm. Und was will ein DJ machen, der zwei Lieder spielen kann an einer Fernseh-Live-Sendung? Der kann einfach sein Lied spielen und nach drei Minuten sagen: So, danke vielmals, das erste Lied, ich spiele jetzt noch mein zweites und dann drückt er nochmal Play. Und dann muss man auch so tun. Dann muss man natürlich so tun, also, genau. Weil ich meine, wenn er dort steht, die Hände in Hose sagt und sagt: Danke vielmals für die 100.000 Franken jetzt, findet es die Leute vielleicht nicht so lässig. Ja. Aber das ist ein bisschen. Hat sich halt so entwickelt. Ich hatte auch schon Fernsehauftritte gehabt. Ich hatte schon bei RTL Fernsehauftritte gehabt, wo ich einfach musste drei Minuten lang. Mhm. Den da machen, ole ole, und jetzt alle klatschen und hopp und hopp und hopp. Aber eigentlich habe ich wirklich, also die Musik hat genau gleich getönt, auch wenn ich nicht dort gewesen wäre. Oder? Aber es geht ja nur um den Event, dass man den Mensch auf dieser Bühne sieht und findet, der hat irgendetwas mit dieser Musik zu tun. Ja, ich mag mich erinnern, es hat vor etwa 15 Jahren, glaube ich, ist es gewesen, eine Band in Deutschland, die hat echt geheissen, glaube ich. Und da war eine recht so Newcomer-Band mit charmanten Text, recht einem charismatischen Sänger. Und der Sänger hat im Höhepunkt von seiner Karriere gesagt, er sei mal hinter der Kulisse gewesen und hätte DJ, also sorry, das ist DJ Ötzi, das ist schon nicht verwechseln. Mhm. Und er hat auf den DJ Ötzi getroffen mit seinem Käppli. Und der hat dann eben den Echtsänger geraten, er muss unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal haben, wie sein Käppli und so. Mhm. Und der Echtsänger hat eben gesagt, er sei nicht sein Ding, er will authentisch sein und so weiter. Und die Band kennt man heute ja nicht mehr, oder? Und die Frage ist wirklich, ist das Show-Element jetzt gerade im DJ-Wesen jetzt bei dir, ist das fast wichtiger als was du eigentlich machst? Das ist enorm wichtig, natürlich, weil es ist durch Social Media, durch den aktuellen Konsum von Videos, Musik, Medien, Künstler allgemein, das ist alles so schnelllebig. Ich meine, die Leute schauen auf Instagram oder auf Facebook, da wird nur noch durchgescrollt. Und wenn du dann nicht rausstichst, entweder durch Musik, die in den ersten 5 Sekunden gerade wirklich tätscht, oder eben irgendein Merkmal, hast eine Maske auf dem Kopf, wie ich jetzt zum Glück vor 10 Jahren schon auf die Idee gekommen bin, wo ich noch nicht mal Instagram hatte, oder? Das war wirklich ein Glücksfall gewesen eigentlich. Oder eben ein Käppli oder ein verrückter Tanz oder irgendetwas. Wenn man das nicht hat, wenn man einfach ansteht und sagt, so, ich habe ein schwarzes T-Shirt da, wie 90% der DJs, und ich spiele auch jetzt die lässigsten Top 40 Hits und drücke Play, das interessiert keinen Menschen mehr.